Was für ein schönes Paar. Alle Gäste freuen sich für euch. Oder sind sie das alle? Das ist nicht fair. Ich liebe Amber mehr. Mach dir keine Sorgen. Der Kuchen ist auf dem Weg. Wo bist du denn? Ich kann nichts sehen. Amber liebt mich nicht. Oh, es ist Zeit für Streiche. Lass uns jetzt ein bisschen Spaß haben. Lass uns ein bisschen Grünzeug hinzufügen. Geschafft. Jetzt nur noch auf Oma warten. Glückwunsch. Oh nein. Ich bin auf der Zielgeraden. Sie wird fallen. Wir müssen ihr helfen. Ich war nicht hier. Ich werde mein Element benutzen. Vorsichtig. Feuer. Hier. Gut gemacht, Bruder. Teamwork. Macht Platz für den Kuchen. Ah. Nein. Mein Kleid. Pass auf. Wir sind im Untergang geweiht. Schatz, geht es dir gut? Ich bin total durcheinander. Ups, nicht meine Schuld. Mama, was hast du getan? Es waren die Kinder. Wir wollten nur helfen. Schämt euch, Leute. Ihr habt unsere Hochzeit komplett ruiniert. Das war eine Falle. Das war alles er. Herzlichen Glückwunsch an die Frischvermählten. Claude? Er hat nichts damit zu tun. Du wirst bestraft. Keine Spielchen mehr. Das ist unfair. Claude hat uns reingelegt. Ich bin fertig. Diese Hochzeit ist eine totale Katastrophe. Einverstanden. Ich bin so wütend auf meine Eltern. Ich bin nicht mit ihnen befreundet. Warum glauben sie uns nicht? Es reicht. Wir lassen uns das nicht mehr gefallen. Macht euch bereit. Wir werden uns eine andere Familie suchen. Wir gehen von zu Hause weg. Wir werden hier nicht mehr geliebt. Wir müssen gehen. Bist du sicher? Auf jeden Fall. Machst du mit? Alles klar. Los geht's. Vergiss nicht, deine Sachen zu packen. Was soll ich mitnehmen? Nur das Nötigste. Ich hab's. Auf jeden Fall Wasser. Und Blumen für die Schönheit. Ich muss fröhlich sein. Hübsch. Und nicht hungrig. Toll. Der Rucksack ist gepackt. Bist du bereit zu gehen? Ja, fast vergessen. Wir brauchen noch eine Sache. Lasst uns ein Schild schreiben. Tolle Idee. Ich werde jetzt eine Nachricht mit Feuer schreiben. Geschafft. Hier, adoptiert uns. Nun wird es Zeit, sich auf den Weg zu machen. Ich frage mich, ob mich auch jemand adoptieren wird. Beeil dich, bevor unsere Eltern auftauchen. Bin schon unterwegs. Ich werde dich vermissen, mein Zimmer. Oh, Schatz, was ist denn los? Wait, ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich bin bereit. Wirf den Strauß. Amber, wirf ihn schnell. Ich will heiraten. Ach, sei doch endlich still. Hey, das war unhöflich. Was ist los mit mir? Wait, wo sind unsere Kinder? Sie waren gerade noch hier. Kinder, kommt raus. Wir haben die Kinder verloren. Oh nein. Wie unhöflich. Ich habe den Strauß gefangen. Er gehört mir. Gib ihn zurück. Na, ist das nicht ein Glück? Wo ist mein Verehrer? Schätzchen, willst du heute Abend einen Spaziergang machen? Hilfe! Du hast wohl Angst vor der Dunkelheit. Kinder, seid ihr im Zimmer? Kommt raus. Das ist nicht lustig. Der Raum ist leer. Lasst uns suchen. Wo könnten sie sein? Keine Spur von Brian. Und seine Sachen sind weg. Mindy, wo bist du? Sie haben nicht einmal einen Zettel hinterlassen. Wo müsst ihr hin? Wait, schau mal. Ihre Hochzeitsansteckblumen. Warum habe ich sie angeschrien? Beruhige dich. Du hast recht. Es tut mir leid. Lasst uns den Detektiv anrufen. Hallo, kannst du mich hören? Einer nach dem anderen. Was? Okay. Ich verstehe gar nichts. Hallo alle zusammen. Rufst du an? Danke, dass du so schnell gekommen bist. Was ist passiert? Unsere Kinder sind verschwunden. Wo seid ihr? Kinder! Wir sagen euch gar nichts. Ihr werdet uns nicht finden. Ich übernehme diesen Fall. Es muss ja Hinweise geben. Hey, folgt mir nicht. Wir werden es nicht mehr tun. Lass uns die Suche fortsetzen. Jemand hat hier gelegen. Hey, ich hab's dir gesagt. Haltet Abstand. Wir sind schon weg. Was für ein Haufen. Hindert mich an der Arbeit. Ich habe sie gefunden. Das sind Elementspuren. Mal sehen, wohin sie führen. Schätzchen, du kannst mir nicht entkommen. Oh nein, eine schreckliche Erinnerung. Puh, es ist nicht echt. Ich bin ihnen auf der Spur.
Ich werde sie jetzt finden. Die Kinder sind in der Nähe. Ja, ich hab sie. Ups, wir sind keine Kinder mehr. Mein Fehler. Lass uns weitersuchen. Vorsichtig. Hurra, yes. Wir haben sie gefunden. Eure Kinder sind da. Ich kann sie nicht sehen. Wer sind sie? Wasser und Feuer, genau wie ihr beide. Du bist ein schrecklicher Detektiv. Der Fall ist abgeschlossen. Du bist gefeuert. Mach's gut. Und was machen wir jetzt? Wir nehmen die Sache selbst in die Hand. Wir werden unsere eigene Untersuchung durchführen. Kinder, wir gehen jetzt. Lass uns das mitnehmen. Ups, Entschuldigung, das war peinlich. Ich mache das. So ist es zuverlässiger. Lass uns loslegen. Und unsere Elemente geben nicht auf. Warte, hallo. Was brauchst du? Willst du unser Vater sein? Oh, wie süß. Nein. Ein weiterer Fehlschlag. Was für ein schöner Tag. Was ist das? Jetzt bist du meine Mutter. Und ich bin dein Sohn. Und ich habe auch eine Tochter. Zu viele Kinder. Lass mich los. Das geht nicht. Wir sind jetzt eine Familie. Ich bin frei wie der Wind. Warte, wo willst du hin? Sie fliegt weg. Verräterin. Wir sind bei allen unerwünscht. Vorsichtig, Detectives. Jetzt bin ich arbeitslos. Oh, ich brenne. Hilfe, woher kommt das Feuer? Mach es aus. Das Wasser löscht es nicht? Sehr seltsam. Was ist heute für ein seltsamer Tag? Er ist weg. Die Pflanze ist auf mir herumgetrampelt. Und meine Hand wurde fast verdampft. Wir müssen von hier verschwinden. Ich fühle mich wieder wie 25. Was machst du denn hier? Hallo, Oma. Hallo, meine Lieben. Oh, es fängt an zu regnen. Beeilt euch, kommt ins Haus. Brian, ich lösche das jetzt. Zögere nicht. Vergiss deine Sachen nicht. Liebling, du brauchst keine Angst zu haben. Ich werde dich beschützen. Sie waren auf der Suche nach neuen Eltern. Hat sie tatsächlich jemand mitgenommen? Schätzchen, lass uns die Nachbarn fragen. Genau, lass uns rennen. Wir sind da. Ich werde zur ersten Tür gehen. Ich werde dich einholen. Warte auf mich. Versuchen wir es hier. Hallo, habt ihr diese Kinder gesehen? Sie sind verschwunden. Lass mich mal sehen. Ich sehe nichts. Ist er blind? Erkennst du sie? Halt dich fest. Zeig es mir näher. Eine unerwartete Wende. Wo sind sie? Ah, diese Kinder. Nein, ich habe sie nicht gesehen. Tschüss. Eine seltsame Pflanze. Wollen wir es hier versuchen? Guten Tag. Wir wollten dich etwas fragen. Kommen dir diese Kinder bekannt vor? Zeig sie mir. Niedlich. Entschuldigung, aber ich habe sie nicht gesehen. Es ist Zeit für mich, nach Hause zu fliegen. Sei vorsichtig. Runter von der Straße. Pass auf dich auf. Mach's gut. Überhaupt keine Hilfe. Sollen wir weitermachen? Ja, wir dürfen nicht aufgeben. Ist jemand zu Hause? Wer wohnt hier? Ich bin beschäftigt. Was willst du denn? Amber, meine Liebe. Hast du einen Moment Zeit? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Hey du, was starrst du so? Oh, tut mir leid. Das habe ich nicht gewollt. Wie kann ich helfen? Hast du hier Kinder gesehen? Nö, ich kann mich nicht erinnern. Schatz, wir müssen weitersuchen. Amber, wir werden uns wiedersehen. Aber du bist hier nicht willkommen. Wir haben alle Nachbarn überprüft. Nichts. Schatz, schau mal. Denkst du, was ich denke? Wir haben noch nicht bei Oma nachgesehen. Beeil dich. Lass uns in die andere Richtung gehen. Oma wird euch nicht im Stich lassen. Und hier kommen die Eltern. Wir haben dich gefunden. Wir sind wütend auf dich. Enkelkinder, was ist passiert? Sagt es mir. Sie sind von zu Hause weggelaufen. Schau es dir selbst an. Sie haben alle ihre Sachen gepackt und sind gegangen. Heiliges Feuer. Das können sie nicht machen. Das ist gefährlich. Wir wollen helfen. Und wir wurden dafür bestraft. Der Kuchen ist auf dem Weg. Ich kann nichts sehen. Es ist Zeit für einen Streich. Lass uns hier eine Falle aufstellen. Geschafft. Siehst du? Er war es. Deshalb bin ich also gefallen. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Oma, wo gehst du hin? Ich beneide Claude nicht. Kein Eintrag für Oma? Wie kannst du es wagen? Wer ist so früh hier?
Hallo, mein Schatz. Hast du mich vermisst? Oh nein, Hilfe! Vergiss mein Geschenk nicht. Hier hast du es, du Schlingel. Oma wird sich um sie kümmern. Ganz genau, es ist seine eigene Schuld. Schatz, Kinder! Leute, bitte verzeiht uns. Wir haben uns geirrt. Ich hätte euch nicht anschreien sollen. Gut, okay, wir werden darüber nachdenken. Halten wir uns an den Händen. Wunderbares Zuhause. Die Familie ist wieder zusammen. Ich will malen. Ich auch. Zieht ab. Wir werden euch nicht stören. Ich werde zuerst fertig. Das werden wir ja sehen. Sie sind so süß. Schatz, wir müssen reden. Was ist passiert? Große Neuigkeiten. Du bist wieder Vater. Amber, ich bin so glücklich. Ein Junge oder ein Mädchen? Das werden wir bald herausfinden. Mama, Papa, schaut mal. Das bist du. Ruhig. Nun, er ist wach. Nicht weinen, Kleines. Alles ist gut. Wait, wir haben eine Überschwemmung. Oh nein, das Bild ist nass geworden. Wir haben uns so viel Mühe gegeben. Unser Meisterwerk. Es war ein Unfall. Ich hab's. Hier ist ein leeres Blatt. Zeichne einfach ein neues. Wir mochten das alte. Wow, Lilly ist sehr verärgert. Ich bin in meinem Zimmer. Es ist das Baby. Er macht alles kaputt. Die Kinder waren beleidigt. Ja, das ist nicht gut. Und das Baby hat sich aufgeregt. Ich werde mit ihnen reden. Wow, beruhige dich. Papa ist da. Unser Sohn kann nicht eine Minute ohne dich leben. Sie kümmern sich nur um das Baby. Unsere Eltern haben uns vergessen. Ich habe eine Idee. Sogar Fische reden öfter mit mir. Denkst du, was ich denke? Ja, Schwesterherz, lass uns zusammen verstecken. Keiner wird uns jemals finden. Was war das? Das Geräusch kam aus dem Kinderzimmer. Lass uns nach den Kindern sehen, ja? Vorsicht, weck den Kleinen nicht auf. Wer will Süßigkeiten? Wo sind sie hin? Sie spielen Verstecken. Ich liebe das Versteckspiel. Schau unter das Kissen. Es ist niemand da. Hier auch nicht. Sie sind hinter dem Vorhang. Genau. 1, 2, 3. Sie sind nicht da. Wo sind unsere Kinder? Sie können doch nicht weggelaufen sein, oder? Ohne ihre Rucksäcke? Niemals. Oh nein, das Baby ist wieder wach. Böser Junge. Emma, lass mich dir helfen. Atme tief durch. So ist's gut, gutes Mädchen. Er ist eingeschlafen. Und nein, er ist es immer noch nicht. Sollen wir ein Schlaflied singen? Hast du eine bessere Idee? Andrews Lieblingsspielzeug. Schau mal, was Papa mitgebracht hat. Das kitzelt, Wow, es gefällt ihm. Endlich Ruhe und Frieden. Danke, mein Schatz. Ich helfe immer gerne. Wir müssen unsere Kinder finden. Du hast recht. Nein, nein, sitz. Ich mache das schon. Lass uns erst 110 anrufen. Nimm ab. Komm schon. Was ist es? Viel zu tun. Lass mich nicht allein. Ich werde schnell sein. Ich verspreche es. Ich hoffe, Andrew wacht nicht auf, während Wade weg ist. Der Streich ist gelungen. Sollen Sie sich doch um uns kümmern. Die Schleife zur Schleife. Das Rohr klingt wieder seltsam. Zeit, den Klempner anzurufen. Wade? Unsere Kinder. Sie sind verschwunden. Meine Enkelkinder. Keine Zeit für Erklärungen. Ich brauche deine Hilfe. Hey, was machst du da? Andrew weint schon wieder. Wird ein Tanz helfen? Nein, dem Baby ist kalt. Lass uns den Enkel aufwärmen. Oh, das fühlt sich gut an. Es scheint, als hätte er sich beruhigt. Detective Granny wird nach den Kindern suchen. Und Wade wird bei dir bleiben, mein Mädchen. Nur keine Panik und das Baby wird auch ruhig sein. Wade, pass auf sie auf. Und jetzt an die Arbeit. So, so. Die Spuren führen zum Sofa. Sieht aus, als hätten sie das Zimmer nicht verlassen. Um ein Kind zu finden, musst du wie ein Kind denken. Der Kamin ist der perfekte Ort für unser Feuer. Lilly, ich weiß, dass du da bist. Komm raus. Was soll ich tun? Oma ist stur. Sie wird es nicht einfach liegen lassen. Aber was ist, wenn... Da bist du ja. Halt. Ich sagte, warte. Hinterhältiges Mädchen. Hab ich dich. Komm wieder her. Papa und Mama machen sich Sorgen. Oh, mein Rücken.
Keine Süßigkeiten mehr. Ich muss mich eine Weile hinsetzen. Hol diese Kinder. Mach es dir bequem. Bringst du ein paar Gurken mit? Wird gemacht. Unser Junge ist hungrig. Essen, essen. Und auch einen Kuchen. Hol diese Essenslaunen. Ich beeile mich. Papa wird uns etwas zu essen holen. Wir hatten keine Gurken, aber ich habe das hier gefunden. Das riecht so lecker. Sieht so aus, als ob das Kleine das nicht so sieht. Oh nein, diese Kohlen sind schlecht geworden. Warte, Baby. Papa Wade wird sich schon etwas einfallen lassen. Bring das Essen sofort. Ich hab's. Eine Sekunde. Heiße Lava. Direkt aus dem Vulkan. Eine wahre Delikatesse. Lass sie uns probieren. Und was sagt der junge Kritiker dazu? Lasst uns das Urteil hören. Nein, eindeutig nicht das, was er wollte. Rauch. Lösche das Feuer. Aber wie? Ich weiß es. Das wird reichen. Bist du sicher? Auf jeden Fall. Die Dinge, die wir für das Baby tun. Es fühlt sich an wie Arbeit. Fang! Lecker! Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Aber das Wasser ist wunderbar. Uff, gut. Ruhe dich etwas aus. Du hast es verdient. Reiß dich zusammen, Tessa. Tief durchatmen. Da bist du ja. Ich muss leise handeln. Du darfst nicht von Oma wegkommen. Hab ich dich. Wie hat sie mich gefunden? Autsch. Gehst du weit? Oh, das ist schlimm. Brian, was machst du denn hier? Hilfe, ich gehe jetzt raus. Ich hole uns raus. Beeil dich. Aha, da seid ihr ja, meine Kleinen. Und Brian ist auch da. Wow, ihr ungezogenen Teufel. Mir ist noch nie jemand entkommen. Abgesehen von eurem Großvater. Hast du sie gefunden? Ich habe es unter Kontrolle. In Ordnung. Wenigstens ist unser Andrew in Sicherheit. Ah! Es ist Schlafenszeit. Ich muss wirklich schlafen. Hier dein Schlafanzug. Danke, du bist ein Schatz. Ich will einen Trick sehen. Tada! Ich kann es nicht zuknöpfen. Der Bauch lässt mich nicht. Lass mich helfen. Ein Knopf nach dem anderen. Es funktioniert. Hoffentlich. Und jetzt leg dich hin. Sei vorsichtig. Pass auf. Autsch. Tut mir leid. Du könntest einen neuen Schlafanzug gebrauchen. Wir brauchen nur etwas Stoff. Das wird reichen. Nun, Amber, ich hoffe, du weißt meine Arbeit zu schätzen. Erinnern wir uns an den Werkunterricht. Mama hat mir immer gesagt, dass Nähen meine wahre Berufung ist. Der Vorhang verwandelt sich in ein schickes Gewand zum Schlafen. Wunderschön. Sieht so schick aus. Danke. Schön, dass es dir gefallen hat. Vergiss nicht, das Licht auszumachen. Erledigt. Gute Nacht. Süße Träume. Ich fange dich trotzdem. Stopp. Out. Meine Haare. Wow. Wo sind wir? Geh nicht weg. Warum ist das so? Setz dich hin, du wirst es schon sehen. Also gut. Was kommt als nächstes? Schüttle so deinen Kopf. Okay. Wir können hier nicht so bleiben. Und? Es hat nicht geklappt. Was jetzt? Darf ich durch dein Haar gehen? Nun, wenn es sein muss. Meine Enkelkinder sind irgendwo dort. Gib mir ein Stück von der Wolke. Hier. Sie soll denken, sie hätte uns erwischt. Vorsichtig. Das war knapp. Ich hab's gefunden. Meine Haare. Nichts funktioniert. Wie kriege ich sie raus? Kann ich gehen? Nein, das kannst du nicht. Was soll ich denn machen? Seltsame Frau. Oh, nies. Okay. Achschi. Out. Hi, Grants. Wow, eine beleuchtete Handtasche. Ich hasse Pasta. Wer ist sie? Sag es mir. Autsch, warum? Schatz, lass mich einfach mal sehen. Das Auge tut weh. Du brauchst Eis. Hör nicht auf. Guter Junge, ich bin gleich wieder da. Warte. Geschlagen und ins Wasser geworfen. Entspann dich. Ich bin ja da. Ich habe das Eis. Wir nehmen das Stück und legen es auf den Bluterguss. Du wirst so gut wie neu sein.
Und? Ich fühle mich besser. Danke, mein Schatz. Wie geht es ihm? Geht es ihm gut? Hör einfach zu. Wow, er schreibt. Ein zukünftiger Boxer. Darauf kannst du wetten. Wow, was für ein Schlag. Vielleicht solltest du dich hinlegen. So. Na? Nö. Leg dich auf die Seite. Ich werde es versuchen. Oh, oh, oh. Was ist mit der anderen Seite? Schlechte Idee. Vielleicht auf deinem Bauch? Wie soll ich das denn machen? Ich habe eine Lösung. Probier das mal. Gibt es eine Anleitung? Leg dich einfach auf den Bauch auf den Schwimmring. Gut. Du siehst süß aus. Na, wie ist es? Fühlt sich gut an. Perfekt. Ein toller Lifehack. Und jetzt schlaf. Oh je, du könntest meine Haare ruinieren. Lily Bryan, die Eltern dort sind gestresst und machen sich Sorgen. Es tut uns leid. Was ist los? Hat euch jemand wehgetan? So ist es passiert. Lasst uns spielen. Psst. Okay, lass uns einen Spaziergang machen. Nein, wir sind beschäftigt. Mama, Papa, schaut mal. Das seid ihr. Ihr armen Dinger, ich werde mit ihnen reden. Kommt, wir bringen euch nach Hause. Steh auf, die Kinder sind zu Hause. Was? Du hast sie gefunden. Ihr Leben. Keine Umarmungen, bitte. Ich muss sie versinnen. Hör zu. Ah, ich glaube, es hat begonnen. Ah, leg dich hin. So ist es gut, vorsichtig. Atme tief durch. Das machst du gut. Sieht aus, als wäre Mamas Bauch zu eng für Andrew geworden. Zeit, die Welt draußen zu sehen. Ich bin hier. Arme Mama. Atme ein und aus. Nicht aufhören. Das Baby kommt. Da ist es. Ich habe ihn. Oh, ist er schwer. Er ist winzig. So süß. Was macht er da? Wow. Der kleine Andrew hat beschlossen, unser Haus zu begrünen. Jetzt haben wir einen Stammbaum. Wow, was war das? Wade? Aufgeplustert. Amber? Wir haben die Elemente getauscht. Das passiert nur einmal in 100 Jahren. Ah! Was ist passiert? Jetzt bin ich das Feuer. Mama, geht's dir gut? Was kommt als nächstes? Ah! Warum schreien sie? Ah! Sieh nur, wem wir jetzt ähneln. Was sollen wir tun? So gehe ich nicht raus. Zeit, dass jemand an die Arbeit geht. Oh nein, wir sind spät dran. Du musst die Farben ändern. Das nicht. Wechseln? Nimm es. Das sind Federn. Ich bin allergisch gegen sie. Das war knapp. Wir haben nicht viel Zeit, Wade. Nimm den Koffer. Mittagessen. Wie könnte ich das vergessen? Ohne Essen geht es nicht. Hier sind ein paar Snacks. Nein, das werde ich nicht essen. Holzkohle noch nie probiert. Bist du bereit? Immer bereit. Lass uns gehen. Hey, was ist mit uns? Ach ja. Ich dachte, ihr wolltet ohne uns gehen. Autsch, das ist heiß. Tut mir leid, Süßer. Es ist alles gut. Wir haben nur die Kräfte getauscht. Lass uns schnell gehen. Beweg deine Füße. Lass uns einen Moment sitzen. Warum sitzt ihr? Wir sind müde. Das ist nicht die Zeit zum Rumsitzen. Ich kann meine Beine nicht spüren. Warum ich? Steh schnell auf. Pass auf. Ah. Beruhige dich, Wade. Atme tiefer. Das war knapp. Du musst dich entschuldigen. Mama und Papa wollten dir nicht wehtun. Wir werden es nicht wieder tun. Verzeih uns. Was sagst du dazu? Wir verstehen es. Aber wir können sie nicht mitnehmen. Aber warum, Schatz? Es wird sehr gefährlich für sie in unserem Laden. Wo ist mein Feuertelefon? Hallo. Hallo, mein Schatz. Babysitten der Enkelkinder? Natürlich. Danke. Ist sie einverstanden? Ihr geht zu eurer Oma. Hurra. Lass uns schnell gehen, bevor sie ihre Meinung ändert. Du bist dran, Opa. Einen Moment. Bauer auf B4. Hat mich erschreckt. Wie wäre es damit? Check. Das nicht. Du hast schon verloren. Schachmatt. Wie kann das sein? Nein! Jemand zu Hause?
Es sind die Enkelkinder. Ich werde die Tür öffnen. Mein Rücken. Armes Ding. Setz dich, ich mache es selbst. Wie funktioniert das? Ich hab's. Oma kann noch was. Ich komme. Warte, wer bist du? Hallo, du. Ah. Was ist mit ihr los? Mama, wir sind's. Mach auf. Wait, bist du das, mein Sohn? Klopf, klopf. Sei gegrüßt. Oma. Oh, das sind meine Kinder. Habt ihr uns gar nicht erkannt? Wer sind diese Leute? Zeit für Umarmungen. Tut mir leid, Oma. Süße, Oma hat dich trotzdem lieb. Sag Hallo zu Opa. Was ist mit euch passiert? Also, das ging so. Das kommt hierhin. Was noch? Autsch! Wir haben uns gestritten. Aber jetzt ist alles in Ordnung. Was für eine Geschichte. Wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Hallo, Papa. Bist du das, Tessa? Eine coole Brille. Wer kommt uns besuchen? Hallo. Blind wie eine Fledermaus ohne Brille. Ich liebe es, Schach zu spielen. Puh, verteidige dich. Es ist Zeit für uns zur Arbeit zu gehen. Ciao, ciao. Viel Glück. Keine Süßigkeiten, okay? Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Mama. Autsch, das brennt. Tut mir leid. Hab einen schönen Tag. Wohin sind sie verschwunden? Gefunden. Nur einen Moment. Wer waren sie? Das erzähle ich dir später. Bist du vielleicht hungrig? Kohlestücke, köstlich. Wir haben geöffnet, komm rein. Und hier sind die ersten Kunden. Nicht schreien, es reicht für alle. Ich bin die Erste, nimm mein Geld. Ein Stück Kohle für Mr. Walker, hier bitte. Eine Kohle für Eileen. Hier ist deine Münze. Zu viele von ihnen. Mach dir keine Sorgen, wir kriegen das schon hin. Kannst du es schneller machen? Hör auf. Renn! Autsch! Ups, die Kohlen sind ausgegangen. Das ist unser bestes Produkt. Keine Sorge, wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Oder auch nicht, sie sind erledigt. Es ist meine Schuld. Komm schon, jeder vermasselt mal was. In meinem Mittagessen ist jede Menge Holzkohle. Du bist ein Genie. Kalt jetzt. Ich glaube, ich habe eine Idee. Was ist Ihr Plan? Interessant. So viel Spaß. Wir haben etwas für euch. Komm und hol's dir. Und hier sind die Geschenke. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wow, es ist der legendäre Mr. Droplet. Hallo, ich bin Dragon. Sie sind so süß. Danke, Opa. Gern geschehen. Wir haben euch vermisst. Komm, setzen wir uns an den Tisch. Endlich essen. Störe sie nicht. Komm mit, lass uns ein Spiel spielen. Oma weiß, wie sie ihren Enkeln eine Freude machen kann. Reines Wasser. Brian, probier es einfach. Es ist köstlich. Danke, ich passe. Bist du fertig? Kein Problem, sieh zu, was ich tun kann. Trink einfach noch ein bisschen. Jetzt bin ich wirklich satt. Und du? Genug für einen Monat. Ich bin so sehr gewachsen. Ja, ganz erwachsen. Folge mir. Lauf. Können wir spielen? Dieses Mal ohne Feuer. Bitte. Lass sie Spaß haben. Hurra. Lass uns fangen spielen. Du kannst mich nicht fangen. So schnell, ich krieg dich schon. Puh, puh, du hast es so gewollt. Vorsichtig, brenn das Haus nicht an. Du rennst besser. Eine riesige Spinne. Ich schaue in die falsche Richtung. Ich werde dir zeigen, wie man Holzkohle kocht. Nimm ein Stück Holz, zünde es an. Mach nicht weiter. Lass es mich versuchen. Komm schon, es klappt nicht. Nur einen Moment. Lass mich dir helfen. Du musst fester zudrücken. Ich hab's. Wie schön. Gut gemacht. Und jetzt ganz allein. Verstanden. Ein bisschen rohe Gewalt. So, fertig. Ein wahrer kulinarischer Experte. Lass uns mehr machen. Gut. Erhöhe die Temperatur. Drücke fester. Ich bin sogar ein bisschen müde. Vielleicht ist es an der Zeit, deine eigene Bäckerei zu eröffnen. Du bist mein Held. Wir können öffnen. Bist du bereit? Lass uns gehen. Nimm mein Geld. Ganz ruhig. Es ist genug für alle da. Nimm. Das ist für dich. Heiß. Vielen Dank. Und ein bisschen für mich. Holzkohle wird schnell verkauft. Nimm dir welche.
Es riecht so lecker. Danke. Hab einen schönen Tag. Zwei Kugeln für uns bitte. Prost. Wir haben es geschafft. Lass uns das Geld zählen. Eine anständige Summe. Wir werden Kreuzfahrttickets kaufen. Ich bin voll dafür. Fast hätte ich es vergessen. Es ist Zeit zu schließen. Lass uns aufräumen und nach Hause gehen. Vielleicht haben wir ein romantisches Abendessen. Tolle Idee. Aber zuerst muss ich aufräumen. Wisch den Tisch ab und stell alle Gläser wieder an ihren Platz. Oh, schau, da ist ein Spinnennetz. Schau dir diese Turteltäubchen an. Amber ist einfach aufgeblüht. Lass mich dir beim Anziehen helfen. Ich hab's. Du bist so ein süßer Kerl. Und du auch. Lass uns Kerzen anzünden und einen romantischen Film anschauen. Ich möchte dir Blumen schenken. Die magische Kraft des Wassers. Ups, verbrannt. Was versehen? Was machst du da? Vertrau mir. 1, 2, 3. Hey, ich wohne hier. Und hier ist ein Blumenstrauß. Nimm deine Hände von mir. Aua. Danke. Das ist meine Frisur. Nein, das ist ein Gänseblümchen. Gib es her. Leute, beruhigt euch. Sofort. Pass auf. Hilfe, ich bin am Ertrinken. Was hast du getan? Ups, die magische Kraft des Wassers. Oder was auch immer es ist. Danke für den Blumenstrauß. Süße, es ist Zeit zu gehen. Ich werde unsere Sachen holen. Wie komme ich jetzt hier raus? Autsch. Ach, das Alter. Es war einmal im magischen Königreich Elemental, wo 4 Elemente lebten. Erde, Feuer, Wasser und Luft. Was? Wo? Oh, es sind unsere Eltern. Versteck dich. Schnell. Geh nicht. Ich habe gestern einen Karpfen gefangen. Ich komme. Stell dich hinter die Tür. Wie geht es meinen Kindern? Ah. Sweetie Pie. Hast du dich erschreckt? Nein, natürlich nicht. Hast du dich noch nicht verwandelt? Noch nicht. Lass dich nicht entmutigen. Alles wird gut werden. Opa, wach auf. Steh auf. Noch 5 Minuten. Schlaf weiter. Oh, das hätte ich fast vergessen. Geschenke, die haben den Kindern gefallen. Mein Drache. Gib ihn her. Opa hat wieder Mist gebaut. Oma hat auch alle sehr lieb. Wir lassen die Umarmungen weg. Verstanden. Gut, Liebes. Danke, dass du auf sie aufgepasst hast. Tschüss. Komm rein. Was? Habe ich etwas verpasst? Nichts. Geh wieder schlafen. Wo waren wir? Ah ja. Jeder von ihnen hatte einzigartige Fähigkeiten. Und dann hat Papa diese Blume herausgezogen. Mama, kann ich mich hinsetzen? Meine Beine sind wirklich müde. Wir brauchen alle eine kleine Pause. Einverstanden. Aber zuerst setze ich den Busch in Brand. Lass uns ein Foto machen. Ich habe meine Kamera dabei. Hurra! Tolle Idee. Hatte schon lange keine frischen Bilder mehr. Setz dich hin, einfach so. Bald wird ein kleiner Vogel ausfliegen. Es ist cool geworden. Ich werde es in meinem Zimmer aufhängen und ich lege es in den Kühlschrank. Es wird dunkel. Zeit für uns nach Hause zu gehen. Lauft, wir holen euch ein. Mamas Freude. Und da sind wir, zu Hause. Du wirst es nicht glauben. Dein Vater weiß, wie man kocht. Das ist alles dein Verdienst. Was ist los mit ihm? Der Baum hat die Fotos fallen lassen. Es sieht nicht gut aus. Lass ihn uns mit frischen Aufnahmen verschönern. Tolle Idee. Perfekt. Genau so. Mama, Papa, seht euch das an. Schön, jetzt sind wir dran. Du gehst zuerst. Papa und ich bewundern dich. Und wir beten dich an. Fang! Lass uns gehen, ich will schlafen. Süße Träume. Umarmung? Es leuchtet. Ich sehe nichts. Ich bin wieder Wasser. Meine Kräfte sind zurück. Lass uns zum Spiegel gehen. Wir wollen euch nicht stören. Ich liebe diese Dinge. Wow, du siehst toll aus. Und was ist das? Jemand steckt in Schwierigkeiten. Es ist dieser Unruhestifter Claude. Schatz, willst du mir etwas sagen? Schwarz steht mir gut. Hast du eine Pflanze geküsst? Ich weiß es nicht. Jemand hat das Foto hier hingetan. Amber, ich bin nicht blind. Das war der letzte Strohhalm. Aber daran kann ich mich nicht erinnern. Ich werde mich nicht in dein Glück einmischen. Du wirst mich nicht wiedersehen. Hau ab! Wie, bin ich jetzt ohne Wade? Was habe ich getan? Auf Wiedersehen, meine Süßen. Es sieht so aus, als wäre ich jetzt obdachlos. Schönes Paar. Es scheint, als würde sie mich mögen. Er lächelte mich an. Wie schüchtern sie sind. Ich werde mich näher zu ihm hinsetzen. Nur noch ein bisschen mehr. Endlich.
Ich werde jetzt helfen. Oh, bitte. Ein Pickup Master, wirklich? Warum seid ihr so unentschlossen? Das war's. Gut gemacht. Werdet ihr mich zur Hochzeit einladen? Hey, wer ist der Typ? Kaufen. Du brauchst mir nicht zu danken. Komischer Typ. Was ist hier los? Wait, bleib zurück. Sie haben es geschafft. Wer macht das? Gib her. Schätzchen, das ist für dich. Wow, wie schön. Wow. Willst du mich heiraten? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke, du bist der Beste. Mein kleines Feuer, ich vermisse dich so sehr. Wohin gehst du? Komm zurück. Warum ist da so viel Wasser? Wait, komm zurück. Warum habe ich ihn angeschnauzt? Hier, deine Lieblinge. Danke, Schatz. Und auch eine Postkarte. Ich habe sie selber gemacht. Du bist so süß. Mach es schnell auf. Oh, wie süß. Ich liebe dich auch. Umarmung? Nicht weinen. Papa wird bald zurück sein. Glaubst du das? Was ist, wenn er für immer weg ist? Mein Herz wird das nicht überleben. Autsch, heiß. Mama, es reicht. Hey, Brian, wir müssen Papa zurückbringen. Einverstanden. Los geht's. Amber schluchzt weiter. Wir müssen die Feuerwehr rufen. Hast du das gehört? Ja. Jemand muss bei Mama bleiben. Stein, Papier, Schere. Du hast Glück gehabt. Mit wem soll ich jetzt Serien gucken? Die neue Staffel ist fast da. Schon gut, schon gut. Komm schon, Bruder. Ich glaube an dich. Viel Glück. Ich hoffe, er vermisst mich auch. Das Feuer breitet sich zu schnell aus. Vielleicht schickst du ihm eine Nachricht? Mama, geht's dir gut? Mein Sohn ist meine Stütze. Und hier kommt unser Papa. Puh, das nächste Mal gehe ich zu Fuß. Eine Sekunde, hier gibt es eine Glocke. Möchtest du etwas Wasser? Klar. Frischestes Regenwasser direkt aus den Wolken. Komm schon, sei nicht zu geizig. Du bist cool. Vielen Dank. Prost. Prost, ich hoffe, wir werden nicht gestört. Es ist jemand hier. Die können warten. Lass uns weitermachen. Nun, auf mich wartet niemand. Ich werde mich unter der Tür durchschleichen. Hör auf, du ruinierst die Romantik. Hallo, Wade? Was machst du denn hier? Wir haben uns getrennt. Schrecklich. Was ist das? Du bist rausgeflogen? Ja. Kann ich bei euch pennen? Nur für einen Tag. Nun, ich weiß es nicht. Vielleicht setzt du dich hin. Amber hat mich rausgeschmissen. Ich komme. Noch eine Pfütze. Papa war auf jeden Fall hier. Wow. Du bist mein Engel. Für immer zusammen. Sie haben diesen Ort in ein Liebeschaos verwandelt. Hier sind mehr Spuren. Ganz frisch. Versuchen wir es mal. Ja, er ist es definitiv. Detektivin Lily wird Papa finden, egal was passiert. Schau, wo du stehst. Lass uns drei Babys haben. Runter von der Straße. Kannst du mich überhaupt hören? Hat etwas gepiept? Vielleicht ist eine kleine Mücke vorbeigeflogen. Sie scheint wirklich traurig zu sein. Mama, geht's dir gut? Sieht nicht so aus. Denk nach, Brian. Ich muss sie irgendwie aufmuntern. Ich habe eine Idee. Hier sind sie. Wenn Lily herausfindet, dass ich mir ihren kleinen Drachen ausgeliehen habe, bin ich in Schwierigkeiten. Aber was willst du nicht für Mama tun? Lasst uns spielen. Hier sind sie. Wo ist mein Schatz? Du hast vergessen, wie man spielt? Ich zeig's dir. Mr. Droplet, Angriff. Autsch, er ist zu mächtig. Schon vergessen? Das nützt nichts. Na gut, lass uns zur schweren Artillerie übergehen. Alle haben Angst vorm Kitzeln. Komm schon, lächle. Ich werde dich kitzeln. Hab ich dich. Du hast angefangen. Die Melancholie schließt sich wieder ein. Willst du mich heiraten? Natürlich, ja. Er sieht an deinem Finger viel besser aus. Ich liebe dich. Wir waren das perfekte Paar. Das Drama entfaltet sich. Wade, komm zurück. Ich vermisse dich so sehr. Amber ist so impulsiv. Sie versucht immer, etwas in Brand zu setzen. Feuer ist kein Spielzeug. Nicht weinen, alles wird gut. Das wird es nicht sein. Noch ein bisschen mehr und es fängt an zu fluten. Ich liebe sie aber manchmal. Beruhige dich.
Hast du meinen Kuchen gegessen? Gestehe. Schon gut, schon gut. Ich war's. Oh, wirklich? Tut mir leid. Ich konnte nicht widerstehen. Nimm deine Hände weg. Es war so lecker. Du hast die falschen Trauben gekauft. Dem kann man nichts anvertrauen. Tja, da haben wir es wieder. Warte mal, hast du wirklich ihren Kuchen gegessen? Alles in Ordnung. Ich mache das auch. Manchmal. Das kannst du nicht machen. Was hast du gesagt? Du hast alles gehört. Sie liebt Süßigkeiten. Aber das ist kein Grund für einen Skandal. Ich hätte dasselbe getan. Oh, wirklich? Ich hätte die ganzen Leckereien auch gegessen. Ich habe Angst. Ups. Wo ist er hin? Leute, helft mir. Durch welche Tür ist mein Papa gegangen? Schreibt die Antwort in die Kommentare. Hab ich dich. So leicht entkommst du mir nicht. Ist hier jemand? Vergiss die Formalitäten. Vielleicht versöhnt ihr euch. Nein. Nichts funktioniert. Was wäre, wenn... Brian, du bist ein Genie. Es muss hier irgendwo sein. Ich hab's gefunden. Genau das, was ich brauche. Mama, sieh mal, was ich habe. Nimm das weg von mir. Ich kann es mit Klebeband reparieren. Es wird so gut wie neu sein. Nein, Schätzchen. Klebeband wird hier nicht helfen. Es ist sinnlos. Komm schon, nimm den Anruf entgegen. Was willst du? Bring Papa zurück. Dringend. Es wird erledigt. Wer bist du? Lilly? Hallo, Papa. Lass uns nach Hause gehen. Hallo. Du kommst mit mir. Beweg dich. Komm schon, steh auf. Was? Da gehe ich nicht mehr hin. So stur. Sie hat mich rausgeworfen. Ich bin jetzt obdachlos. Wenn du es nicht auf die nette Art machst, machen wir es auf die harte Art. Wo sind sie hin? Bis dann, Leute.